Gut, begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Bereich. Und der zweite Bereich ist das Thema Nachhaltigkeit im Handel. Und in diesem Zusammenhang haben wir ganz besonders im Fokus das Thema Nachhaltigkeit im Lebensmitteleinzelhandel. Ich würde starten, indem ich Ihnen die Teilnehmer unserer Diskussionsrunde vorstelle. Wir haben auf dem Programm, haben wir sie in alphabetischer Reihenfolge. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das nochmal hinbekomme, aber wir gucken mal. Also wir haben zum einen die Frau Silke Bartsch, die Frau Professor Dr. Silke Bartsch, die zugeschaltet ist aus Berlin und die vielleicht mal kurz winkt. Ah, genau, grüß dich, hallo. Die Frau Bartsch ist in zwei Positionen hier. Sie ist zum einen eben als Professorin der Freien Universität, der Technischen Universität Berlin, und sie ist zum anderen aber auch die stellvertretende Vorsitzende der Verbraucherkommission in Baden-Württemberg. Dann haben wir als nächstes die Frau Staatssekretärin Gutlinde Hirsch. Entschuldigung. Das freuen wir uns ganz besonders. Sie hat es ganz pünktlich zu uns geschafft und kann jetzt von Beginn an mit an unserer Diskussion teilnehmen. Dann Sie winkt auch, genau. Okay, sehr schön. Dann haben wir die Frau Sabine Hagmann dabei, die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg, die uns zugeschaltet wird. Hallo, Frau Hallo, Hagmann, begrüßen Sie. Zusammen. Grüß Sie. Und dann haben wir jetzt Vertreter vom Handel. Zum einen haben wir die Frau Michaela Meyer von der Edeka Südwest, auch für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich. Sie hat schon gewunken, genau. Dann haben wir die Frau Sabine Schachowski von der Rewe, genau, grüßt auch schon. Dann haben wir den Herrn Steffen Ulzhöfer, ein Rewe-Einzelhändler. Oh Gott, oh Gott, ich ein Edeka-Einzelhändler hier aus Heilbronn. Und dann haben wir den Herrn Jürgen Wippel, der uns durch die ganze Tage oder diese Kommission jetzt führt, als Pressesprecher vom Landwirtschaftsministerium bzw. Ministerium des ländlichen Raumes und Verbraucherschutz. Korrekt, genau. Okay. Die Frau Köp, wir haben noch die Frau Köp. Oh Gott, die Frau Köp sehen wir auch. Die Frau Köp, genau, ich sag auch Hallo. Auch die, genau, genau. Ich grüße ganz besonders herzlich die Frau Dr. Elisabeth Köp, die von der Lidl und da auch aus diesem Thema Nachhaltigkeit zu uns geschaltet wird. Die Frau Köp ist leider ein bisschen erkrankt. Wir hatten jetzt heute kurzfristig noch entschlossen, dass sie dann leider nicht zu uns kommt. Aber wir freuen uns ganz besonders, dass sie jetzt zu uns geschaltet wird. Genau. Mein Name ist Beate Schäuberein. Ich bin hier als eine der Studiengangsleiterinnen und beschäftige mich mit diesem Thema Nachhaltigkeit im Lebensmitteleinzelhandel. Den Lautsprecher auch anmachen. Gut. Genau, Frau Professor Schäuberein, recht herzlichen Dank für die einführenden Worte und recht herzlichen Dank für die Organisation der Veranstaltung heute. Vielleicht ganz kurz den Rahmen, wie ich ihn hier sehe. Wir haben ja die nächste knapp anderthalb Stunde Zeit. Das Thema Lebensmittelverschwendung oder vielmehr Vermeidung von Lebensmittelverschwendung in all seinen Facetten zu beleuchten. Wie gesagt, bis um 17.30 Uhr haben wir uns vorgenommen. Das Thema schillert ja in ganz verschiedene Farben und dementsprechend haben wir auch die Veranstaltung ja aufgebaut. Wir werden insgesamt 6 verschiedene Filme sehen, wo Studierende das Thema aus ihrer, aus unterschiedlichen Warte beleuchtet haben. Und wir werden dann dementsprechend halt die Frage abarbeiten nach dem Film. Bloß, dass Sie sich vielleicht vorstellen können, Sie sitzen ja in der, ich sage mal, über die ganze Republik verteilt. Wir sind hier auch etwas verteilt. Wir sitzen in Heilbronn. Ein sehr schöner, ansprechender Raum in der Bibliothek. Sehr modern gehalten und ja, alles halt der Corona-Pandemie untergeordnet. Wir sitzen hier bei stillem Wasser, ohne Gläser, ohne Butterbrezel. Wir sitzen hier bei gebührendem Abstand. Also, sodass jeder da heute Abend wieder gesund rausgehen wird. Die letzten Monate haben wir gut überstanden und ich denke auch, die nächsten Monate werden wir gut überstehen. Was ich mitbekommen habe von der Regie hier, es sind rund 300, ganz knapp 300 Teilnehmer, die ja online, wir sind hier zu 6, hier, aber insgesamt sind wir rund 300 Teilnehmer. Die sich ja auch von auswärts beteiligen können oder müssen teilweise. Die Studierende sollen der Frage stellen, die wir dann hier an die
an das Podium, sei es in Berlin oder sei es hier in Heilbronn, dann eben weiterspielen. Ja, zum Thema, wir sind hier in der Session zur Nachhaltigkeit, haben wir ein hochaktuelles Thema, nämlich das Thema auf Englisch Food Waste oder das Thema Lebensmittelverschwendung. Es ist ja momentan in aller Munde. Wir hatten einige Veranstaltungen zu dem Thema. Frau Staatssekretärin, Ihr ist das ja immer Herzensangelegenheit, auch mit der Frau Professor Scheubrein hatten wir schon. Wir haben es vorher überlegt, vor 2 Jahren einmal eine ähnliche Veranstaltung auf dem landwirtschaftlichen Hauptfest, wo es auch Studierende waren aus dem Bereich Handel, die da mit sehr pfiffigen Ideen da vorstellig waren und wo man versucht hat, das Thema zu beleuchten. Und erst Ende September, am 29. September, hat der erste weltweite internationale Day of Awareness of Food Loss and Waste stattgefunden. Also wie gesagt, ist ein sehr wichtiges Thema. Bedenkt man, dass von der Produktion bis zum Verzehr weltweit etwa 1/3 der Lebensmittel oder jährlich 1,3 Milliarden Tonnen, wie die WHO geschätzt hat, verloren gehen, müssen wir uns Lösungsansätze zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen überlegen. Weil man muss sich klar sein, da fliegen nicht nur Lebensmittel in Müll, sondern da fliegt Arbeit mit dem Müll, Herzblut, Düngemittel, Treibstoff, Pflanzenschutzmittel, also alles Dinge, die da dranhängen an der Lebensmittelproduktion. In Deutschland, es gibt ganz grobe Schätzzahlen, gehen wir von rund 12 Millionen Tonnen an Lebensmitteln aus, die entlang der gesamten Versorgungskette weggeworfen werden. Und wenn Sie sich mal so ganz überschlägig mal ein bisschen ausrechnen wollte, bei 80 Millionen, zumindest mehr Einwohner sind es ja bei 360 Kalendertagen, ja, für 400 Gramm pro Nase, die da weggeworfen werden, wobei eigentlich in die unterschiedlichen Sektoren unterschiedliche Mengen an Lebensmitteln anfallen, also von der Produktion dann eben bis zum Kühlschrank oder am Obstkorb zu Hause. Da Lebensmittelabfälle vielerorts und aus vielfältigen Gründen entstehen, freue ich mich ganz besonders, dass wir nun folgende Diskussion als Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln diskutieren können. Wir haben die Wissenschaft da, wir haben die Politik da, wir haben den Handel da, wir haben mit der Verbraucherkommission quasi auch den Verbraucher mit dabei. Also es sind unterschiedliche Blickwinkel. Vorstellungsgründe hat es schon gegeben und einfach so mal als Einstieg in das Thema. Wir haben uns vorher mal ganz kurz hier darüber unterhalten, die Menschen, die hier sind, haben aus ganz unterschiedlichen beruflichen Perspektiven mit dem Thema Lebensmittel zu tun. Man muss ja sagen, die Versorgung von Lebensmitteln in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Mitteleuropa ist ja was Selbstverständliches. Kommt es ein bisschen vor. Ich weiß nicht, der Edeka, ihr Edeka hat offen von morgens 7 bis abends um 9 Zähne. Und man steht ja immer eigentlich vor gut gefüllten Regalen. Es gibt ja alles, was man braucht oder möchte. Ja. Es ist irgendwie ein bisschen was Selbstverständliches. Aber man muss sagen, nicht nur mit Blick auf das Global wird es knapper. Wir haben in Zeiten von Corona haben wir erleben müssen, dass ja, sagen wir, Dinge, die mir für sicher erachtet, dass die ja vielleicht gar nicht so sicher sind, jetzt im Bereich unseres Ministeriums. War es vor allem 2 Bereiche, wo man gesehen hat, oh, das könnte ein bisschen wackelig werden. Das war einmal das Thema Erntehelfer. Viele Menschen aus Osteuropa, Südosteuropa fahren Ernte ein, unterstützen unsere Bauern. Und da war es anfangs schwierig, konnten die überhaupt kommen? Können wir Spargel ernten? Können wir Erdbeere ernten? Können wir im Obstbau betreiben? Und das zweite Thema war Schlachtbetriebe, die auch, wo man gemerkt hat, ein Schlachtbetrieb ist in Summe systemrelevant. Wenn nicht geschlachtet wird, dann gibt es kein Fleisch und so weiter. Also da jetzt viele Dinge. Mich würde einfach mal interessieren, wie haben Sie es erlebt, Frau Staatssekretärin beispielsweise, wie haben Sie es erlebt in den letzten Monaten das Thema Lebensmittel, Wertschätzung, Corona, was hat sich da verändert? Ja, guten Tag zunächst einmal an alle Mitstreiter in nahe und fern. An die Studierenden. Wenn Corona was Gutes hatte, dann war es die Tatsache, dass wir festgestellt haben, dass die Menschen wieder zurück auch in die Küche gefunden haben und dass sie das, was sie eingekauft haben, auch wertschätzend verwendet haben. Wir hören auch, dass die Verbraucher
durchaus bewusst geworden sind, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie versorgt werden. Und wir haben das auch bei Gesprächen auf dem Markt, in den Lebensmittelmärkten feststellen können, aber auch bei sogenannten Hofläden, wo ein direkter Kontakt dann auch zu den Landwirten gegeben war. Auch die Verarbeiter, Lebensmittelhandwerker, Stichwort Bäcker oder Metzger waren, erzählen, dass sie gute Gespräche mit den Kunden geführt haben. Das geht bis hin zu den Gastronomen, die ab Mai, Ende Mai wieder öffnen konnten. Und die berichten uns, dass die Gäste durchaus sich bedankt haben für die Gastfreundschaft, die ihnen in den Gaststätten entgegenkommt. Also man hat durch Corona Dinge, die früher selbstverständlich waren, an denen man vielleicht sogar geäckelt hat, ganz anders gesehen. Der Blick darauf ist wertschätzend gewesen. Und deswegen hoffen wir, dass wir diese gute Stimmung denjenigen, die im Ernährungssektor tätig sind und in der Dienstleistung tätig sind, ein Stück weit aufrechterhalten können. Und dass sich das dann auch auswirkt auf das Verbraucherverhalten, dass man Lebensmittel nicht einfach achtlos wegwirft und die gewissermaßen abschreibt. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich würde die Frage vielleicht auch gerne mal an die Verbraucherschaft oder die Vertreterin, Frau Professor Bartsch, wenn Sie mal aus Sicht der Verbraucherkommission vielleicht so ein bisschen sehen, was haben Sie da beobachtet, was hat den Verbraucher umgetrieben, was hat sich da geändert? Ich muss jetzt tatsächlich mein Mikro anmachen. Ich bitte vielleicht auch alle anderen, das Mikro auszumachen, weil es ist nahezu nicht verständlich gewesen, was wir bis jetzt gehört haben. Ja, erstmal einen schönen guten Tag, guten Abend. Ja, Frau Gurhiss hat vieles schon angesprochen. Tatsächlich wird einem bewusst, dass es nicht so ganz selbstverständlich ist, dass alle Regale voll sind, weil plötzlich gab es einzelne Produkte nicht mehr, wie Hefe oder Mehl, gab es nur noch ganz besondere Sorten oder Ähnliches mehr. Was natürlich auch zeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher angefangen haben, Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan haben, wie zum Beispiel Brot zu backen, was natürlich auch Denkprozesse in Gang gesetzt hat, was aus Sicht der Verbraucherbildung und auch der Ernährungsbildung ein sehr, sehr wertvoller Impuls war, obwohl natürlich insgesamt die Krise sehr zu bedauern ist. Ja, vielen Dank. Frau Hagmann, es war Ihre Mitgliedsbetriebe, die dann letztendlich teilweise abends vor leeren Regalen gestanden sind und dann gesorgt haben, dass die am anderen Morgen wieder voll waren. Welche Lehre hat der Handel daraus gezogen aus diesen letzten Monaten? Oder was haben Sie beobachtet? Ja gut, für unsere Händler war es in der Zeit wirklich sehr anstrengend, die Prozesse aufrechtzuerhalten. Der Kunde war ja relativ hybrid unterwegs, teilweise natürlich auch so, dass er unkalkulierbar war. Einen Tag hat er eben das eine Produkt gekauft. Witzigerweise hat er manchmal sogar Biomehl stehen lassen. Für uns war die Lehre daraus, dass wir die Prozesse im Hintergrund noch optimieren müssen. Und ich glaube, da wurde jetzt auch sehr viel gemacht. Im Verlauf der kommenden Wochen wird sich auch zeigen, ob der Lebensmittelhandel da auch wirklich jetzt noch besser aufgestellt ist wie früher. Ich gehe davon aus und ich glaube auch, dass der Kunde da vielleicht jetzt auch mit Ausnahme des Toilettenpapiers, da scheint der Verbraucher sehr sensibel zu sein. Ich glaube, dass er insgesamt ansonsten auch entspannter an die Sachen rangeht. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch einen Praktiker im Raum, Frau Ulshöfer, mit insgesamt 5, 6 Edeka-Märkten. Wie haben Sie es erlebt? Was hat sich verändert? Was ist anders geworden?
Ja, ich glaube, für uns war es auf jeden Fall oder ist nach wie vor ein ziemlicher Spagat zwischen den Wünschen und Ansprüchen der Kunden und zwischen den Anordnungen oder Verordnungen der Behörden. Und das ist für uns ein relativ großer Spagat, den zu gehen, weil wir allein durch die Zutrittsbeschränkungen natürlich schauen müssen, dass nicht so viele Menschen auf der Fläche sind, dass die Abläufe bei uns im Betrieb anders sind, dass wir auch mehrere Tätigkeiten außerhalb der Öffnungszeiten legen, trotzdem wieder den Nachschub auch organisieren. Und das sind eigentlich mit die größten Probleme. Und sagen wir, da das Team auch wirklich permanent zu sensibilisieren, das ist schon eine Aufgabe. Und die Leute ziehen toll mit. Und trotzdem musst du immer wieder gucken, egal ob das in den Pausen ist oder auch im Umgang miteinander, dass wir halt einfach die Regularien einhalten. Wir haben klare Hygienekonzepte. Und trotzdem musst du immer wieder gucken, weil du hast immer mit Menschen zu tun. Also unsere größte Herausforderung sind die Abläufe, das alles hinzukriegen. Die Warenversorgung, die läuft jetzt seit Monaten ja wieder sehr, sehr gut. Das war am Anfang eher eine Schwierigkeit durch viele Hamsterkäufe, dass einfach die Logistik zusammengebrochen ist. Nicht unbedingt nur der Erzeuger, sondern einfach grundsätzlich die Logistik. Das hat auch bei uns viel Frust gebracht und viel Diskussion. Aber da sind wir mittlerweile schon auf gutem Niveau. Das funktioniert. Nur wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir tagtäglich einfach die Abläufe hinkriegen. Aber noch die Frage noch, schön an die Dame von Edeka und von Rewe. Frau Mayer, haben Sie den Eindruck, dass die Wertschätzung von Lebensmitteln bei der Bürgerschaft durch Corona zugenommen hat? Ich würde sagen, ja, weil die Regionalität, die hat sich auch sehr ausgefallen, die wir ja über lange Jahre schon leben, da haben wir auch gespürt, dass da was ankommt. Und wir hoffen, dass es auch verstehen bleibt, dass wir daraus gelernt haben, dass wir auch diese Wertschätzung auch weitergeben in Reisen, mit den fairen Preisen, die ja immer wieder auch gefordert werden, dass wir da auch bereit sind, auch diesen Oberlustland an die Regionalität auch zu bezahlen oder auch weiterzuleiten, also wenige zu herstellen. Also hätten wir die Abdenkung, hätten wir oft mal keine Ware gehabt. Also absolut. Das hat wirklich unser Händler nochmal näher rangerückt, einfach an den regionalen Erzeuger. Und ich bin wirklich ein großer Fan. Ich bin wirklich ein großer Fan von Hanni Rützler. Wenn Sie das mal verfolgt haben, wie die einfach die Krise beurteilt hat, dass einfach Mahlzeiten zu Hause wieder was ganz Strukturgebendes geworden sind. Also je nachdem, wie Ihr persönlicher Werdegang ist. Aber wenn Sie das wirklich mal erlebt haben, zu Hause, Homeschooling, selbst versuchen zu arbeiten, Beschränkungen, wo man hingeht, dann war wirklich diese Mahlzeiten, die dann auch wirklich gemeinsam eingenommen wurden, sowas Strukturgebendes und wirklich so richtige Lichtpunkte. Und ich glaube, das hat sich ganz tief verankert und wird auch wirklich uns noch länger begleiten. Das ist wirklich meine Überzeugung. Und wer einfach mal im Homeoffice war, nicht mehr so viel auswärts oder gar nicht mehr auswärts gegessen hat und hat plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zu den Lebensmitteln im Kühlschrank bekommen. Also das wurde alles wirklich zu, wie soll ich mal sagen, Persönlichkeiten, die man auch kannte und mit denen man dann auch wiederum gearbeitet hat. Und das war für mich auch wirklich eine Erfahrung, dass, glaube ich, mein persönlicher Food Waste dagegen null gegangen ist in dieser Zeit. Herr Dr. Köpp, jetzt haben wir mit Ihnen nochmal ein Großes aus Baden-Württemberg in der Runde, um die Sache voll komplett zu machen. Wie haben Sie es erlebt? Wir haben sicherlich gesehen, dass die Kunden mehr eingekauft haben und sicherlich ähnliche Trends, was die Zubereitung von Mahlzeiten im eigenen Haus angeht. Sicherlich ist uns da zurückgespiegelt worden, dass die Kunden dort tatsächlich den Mehrwert von Lebensmitteln zu schätzen gelernt haben, aufgrund der Erfahrung, die auch Frau Stachorski schon erläutert hatte. Das heißt, sich wieder die Zeit zu nehmen, in dem Sinne zu entschleunigen für die Phasen des Lockdowns, um Lebensmittel zu verarbeiten, zuzubereiten, mit der Familie zu teilen und die Mahlzeiten tatsächlich sehr im traditionellen Sinne wieder zu genießen. Von daher ist das sicherlich eine Komponente,
die auch bei unseren Kunden zu sehen war. Was natürlich jetzt im Nachgang mit sich gekommen ist, ist, dass Leute tatsächlich sich mehr Gedanken darüber machen, wie viel Zeit und wie viel Mühe und wie viel Aufwand in die Produktion, in den Anbau und auch in die Zubereitung von Mahlzeiten geht. Und ich denke, das ist sicherlich etwas Positives. Und das haben wir auch gesehen mit den Wochen zur Lebensmittelrettung, die ja auch durch Frau Gohirsch vorangetrieben wurde, dass da schon eine sehr, sehr positive Resonanz war. Also dass der Kunde an sich auch über Social Media, über die diversen Kanäle in dem Sinne sensibilisiert wurde und auch offen ist dem Thema Food-Based gegenüber, weil natürlich oder aus meiner Perspektive zu beobachten war, dass das Thema Food-Based dieses Jahr und diesen September und diesen Oktober tatsächlich an Relevanz gewonnen hat. Ja, vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, dass wir noch den ersten Lockerungsübungen ins Thema einsteigen. Wir haben ein bisschen ein sportliches Programm vor uns. Es sind insgesamt 6 Filme, die man anschaut. Da auch nochmal der Hinweis, der Werbeblock an die Studierende, stelle Sie Ihre Frage hier an das Podium, wir geben sie weiter und wir schauen, dass wir sie entsprechend beantworten können. Würden wir mit dem ersten von 6 Themenblocks anfangen, und zwar es geht um das Thema staatliche Wegwerfverbote. Der Blick nach Frankreich lehrt, die Franzosen, die haben ein entsprechendes Gesetz, um die Lebensmittelverluste im Handel zu reduzieren. Andere Länder, in Finnland gibt es da was Ähnliches, in Tschechien gibt es was Ähnliches. Schauen wir uns mal den ersten Film an, staatliche Wegwerfverbote, Film ab. Die Deutschen werfen jährlich rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Wir sind damit nicht nur Spitzenreiter der EU, sondern übertreffen unseren Nachbarn aus Frankreich gleich doppelt. Und obwohl die Lebensmittelverschwendung in Frankreich deutlich geringer ist als in Deutschland, hat die Regierung 2016 ein Gesetz erlassen, welches besagt, dass Lebensmittel nicht einfach weggeworfen werden dürfen, sondern Lebensmittelhändler mit einer Quadratmeterzahl von 400 Quadratmetern und mehr müssen ihre Lebensmittel spenden oder weiterverwerten. Am besten an gemeinnützige Organisationen, die sie dann kostenlos an bedürftige Personen spenden. Andernfalls sind die Lebensmitteleinzelhändler dazu verpflichtet, die Reste zur Produktion von Tierfutter, als Kompost für die Landwirtschaft oder zur Energieverwendung zur Verfügung zu stellen. Auch wenn die Strafen mit knapp 4.000 Euro relativ mild sind, zeigt das Gesetz in Frankreich Wirkung. Im ersten Jahr nach der Gesetzesverabschiedung erhielten die französischen Tafeln rund 7 Millionen Tonnen mehr Lebensmittel als im vorherigen Jahr. Wieso also kein Gesetz gegen die Lebensmittelverschwendung in Deutschland? Ist der Aufwand in den Märkten zu groß? Fehlt es an Strukturen und Kooperationen, um die ungenutzten Lebensmittel an die richtigen Organisationen zu bringen? Bis 2030 möchte die Bundesregierung von Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel reduzieren. Doch dabei setzt die Bundesregierung nicht auf ein Gesetz wie in Frankreich, sondern setzt auf die Freiwilligkeit der Lebensmitteleinzelhändler. Doch reicht es aus, nur auf die Freiwilligkeit zu setzen, oder bedarf es vielleicht wie auch in Frankreich einem Gesetz? Was sagen Sie dazu? Ja, Frau Staatssekretärin, jetzt sind Sie ja als Politikerin ja gefragt, wenn es um Gesetze geht. Wobei, wir hatten ja vor kurzem schon mal eine Veranstaltung, da ging es auch um Lebensmittelverschwendung und auch um Frankreich. Und da sind uns bestimmte Sachen gesagt worden, die waren mir so auch nicht klar. Und bisher haben wir den Eindruck, die Franzose, wenn man dort in den Supermarkt geht, die Lebensmittel dort sind teurer, die Auswahl ist in der Regel größer. Mein Eindruck war immer, die Franzosen essen immer so lang und so viel und so gern. Und mir hattet aber ein frankophiler Mensch, der sich da auskennt, der sagt, ja,
Die Franzosen tun es aber nur deswegen, weil sie meinen, wir erwarten das von ihnen. Also wenn wir nach Frankreich kommen, dann essen die eben so opulent, was sie sonst so gar nicht machen würden. Aber das Thema dort, Lebensmittelverschwendung, ist auch ein sehr großes Thema. Die haben es probiert, über Gesetze zu regeln. Frau Staatssekretärin, was machen die Franzosen richtig, was wir falsch machen? Ja, zunächst möchte ich einfach mal feststellen, dass unsere Zeit immer noch von Zuschreibungen geprägt ist, dass man sich ein Bild vom anderen macht, also in dem Fall vom Nachbarn Frankreich, das Bild bei der Lebensmittelwertschätzung oder beim Gegenteil bei der Lebensmittelverschwendung in Frankreich ist keinesfalls so positiv, wie es scheint nach diesem Trailer. Denn die Franzosen haben 46.000 Tonnen Lebensmittel gerettet durch das Gesetz und wir haben jährlich 265.000 Tonnen Lebensmittel gerettet ohne Gesetz. Sicher, wir sind etwa 25, 30 Millionen Menschen mehr. Dennoch ist das Delta von 47.000 auf 265.000 nicht zu erklären. Warum ist es bei uns besser ohne Gesetz? Weil wir eine eingeübte Praxis haben, nämlich mit dem Lebensmitteleinzelhandel, der seit 25 Jahren mit den Tafelverbänden hier einen direkten Austausch hat. Das heißt also, die deutschen Tafeln nehmen sehr gerne die Lebensmittel, die entweder nicht mehr ganz so frisch sind oder die in die Nähe des Verfallsdatums kommen, ab und bringen sie eben an den bedürftigen Verbraucher. Ebenso haben wir nochmal eine Verwertung über Foodsharing, die auch irgendwo um die 10 Millionen Tonnen liegt. Also warum sollten wir ein Gesetz machen, wenn es die Akteure in der Wirtschaft selber gelöst haben? Wenn man nämlich ein Gesetz macht, dann muss man auch dafür sorgen, dass es kontrolliert wird. Und es ist ein Riesenapparat, der da aufzubauen wäre. Ich glaube, Sie als Studierende können gerade nachvollziehen, was die Corona-Gesetzgebung für einen Kontrollaufwand bedarf, wenn man die Menschen veranlasst, dass sie in den Gaststätten, in den Läden oder auf der Straße Masken tragen, dann muss ich das auch kontrollieren. Ja, dann muss ich es sogar, wenn es nicht eingehalten wird, mit Strafe bewähren. Und das wollen wir uns sparen. Deswegen sind wir nicht offen für ein Gesetz. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Also forscht kein Gesetz in die Richtung. Da kommt die erste Meldung aus dem Publikum. Es ist keine Frage, ich weiß nicht, wer es alles sehr kann. Ich spiele es einfach mal zurück. Der Alex Ziegler schreibt uns: Hi und herzlichen Dank für Bereitschaft, Rede und Antwort zu stehen für uns als Publikum. Ich spiele es einfach gern zurück an den Alex Ziegler. Hi und herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Veranstaltung hier und dass Sie sich Zeit nehmen, uns zuzuhören und zuzuschauen. Wie gesagt, mit Frage zu sehen. Frau Hagmann, jetzt haben Sie ja vielleicht auch Kontakt mit Ihrer französischen Kollegin. Ich weiß es nicht, ob es da war, so ein Handelsverband. Wie sehr Sie es sei, brauchen wir ein Gesetz? Ich meine, die Lebensmittelverluste im Handel sind ja nicht die größten, wenn Sie da vielleicht was dazu sagen können. Oder was finden Sie, ist der bessere Weg? Ja, also wir haben genug Gesetze und ich würde da der Staatssekretärin unbedingt beistehen. Wir brauchen hier kein Gesetz. Die freiwillige Zusammenarbeit zwischen den Händlern und den Tafeln, auch anderen sozialen Einrichtungen, ist vorbildlich. Da sind wir den Franzosen um Jahre voraus. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ein Gesetz diese Situation noch verbessern würde. Im Gegenteil, so ein Gesetz würde eher kontraproduktiv sein. Wir sind momentan bei 4%, was die Lebensmittelverschwendung im Lebensmitteleinzelhandel anbelangt. Aber das ist eigentlich gerechnet auf die Situation, bevor wir die Lebensmittel, die eben nicht mehr verkauft werden sollen, an andere soziale Einrichtungen abgeben. Ich weiß von vielen Händlern, die teilweise nur 1,5% Abschriften haben, also quasi
gegen null tendierend. Und ich glaube, dass die Staatssekretärin hier zu Recht sagte, wir brauchen hier nicht noch eine aufgeblähte Bürokratie, um hier etwas zu kontrollieren, was so wunderbar in Eigenverantwortung funktioniert. Dankeschön. Ja, ich sehe hier in der Runde bei den Händlern, sage ich mal, zustimmendes Nicken. Frau Meier, Frau Ulzhöfer, wer fühlt sich berufen? Also ich fühle mich da gerne mal berufen, weil bei dem Thema ist für uns einfach wichtig, dass da auch ein Stück weit mehr Ehrlichkeit in Umlauf kommt. Und man muss einfach sehen, wo entstehen denn wirklich die Verluste auch und was für Lösungen gibt es. Und wenn ich an unser Haus denke, wir reden heute über Verluste, die liegen bei 1-1,5%. Das ist nicht mehr. Und darin sind sogar Dinge schon enthalten, wo wir uns Lösungen suchen. Das heißt, wir reduzieren Produkte kurz vorm Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, verkaufen die reduziert. Das ist ein Punkt, das ist da sogar schon abgedeckt. Und ansonsten, die Frau Hagmann hat es auch erwähnt, die Frau Gohirsch auch, die Kooperation mit Tafeln und Foodsharing, das spielt mittlerweile eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn ich für unser Haus nehme, Obst und Gemüse oder Molkereiprodukte, das macht in etwa ja die Hälfte von diesen Verlusten aus, die gehen bei uns eigentlich komplett wieder in Kreislauf. Also was wir in den Biomülltonnen heute noch haben, das ist zum Großteil, sind das Orangenschalen oder irgendwelche Dinge aus der Weiterverarbeitung. Der Rest geben wir weiter. Das ist derzeit durch Corona etwas eingeschränkt, weil diese Verteiler auch bei Foodsharing nicht alle bespielt werden können. Aber damit bekommen wir einfach viel hin. Und von daher ist für uns auch als Händler immer viel wichtiger, dass wir dieses Thema mal ein bisschen positiver besetzen und viel eher über Lebensmittelwertschätzung reden und einfach mal hinbekommen, dass ein Produkt eine entsprechende Ansprüche an Qualität, an Produktion braucht und vielleicht auch irgendwo einen Preis. Und wenn wir das wirklich in den Köpfen verankern, bei uns im Handel, bei unseren Mitarbeitern, aber letztendlich auch beim Verbraucher, dann kommen wir viel, viel weiter. Und uns hat diese Kooperation, egal ob das die Tafeln waren, ob das Foodsharing war, ob das die Diskussion mit dem MLR waren, hat einfach geholfen, dass wir uns weiter sensibilisieren und wir haben damit auch persönlich Riesenschritte gemacht. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Köpp. Jetzt haben wir ja gehört, ein Lebensmitteleinzelhändler, der vor Ort ist, also sagen wir mal kleiner, obwohl 6 Läden auch ganz klein ist, aber wie machen es denn die Große? Ja, ganz ähnlich tatsächlich, wie von dem Ulzhofer beschrieben. Erster Schritt ist, dass man natürlich eine bedarfsgerechte Disposition hat, also sprich, dass wir unsere Filialen unterstützen, wirklich genau das zu bestellen, was auch wirklich benötigt wird für den Verkauf, dass man halt interne Prozesse strafft, um sicherzustellen, dass möglichst wenig in die Abschriften hineingeht. Das machen wir ähnlich wie bei Edeka durch das Abverkaufen von MRD-gefährdeter Ware zu rabattierten Preisen, was wirklich sehr effektiv ist, um dort auch den Kunden mitzunehmen und zu sensibilisieren. Das kann auch eine Teilnahme sein bei Sensibilisierungsmaßnahmen, die halt auch den Kunden mitnehmen, besonders in Bezug auf das MRD, dass man da sozusagen ein wenig sensibilisiert, dass das MRD nicht gleich ein Wegwerfdatum ist. Und genauso dieses Kreislaufe schließen oder Kreislaufe schaffen, dass wir sicherstellen, dass sozusagen am Ende wirklich nichts mehr in die Restmülltonne kommt, sondern dass das, was wirklich dann nicht mehr zu vergeben ist, auch an die Tafeln, mit denen wir seit über 10 Jahren wirklich sehr erfolgreich gemeinsam arbeiten und dort Lebensmittelabgaben organisieren, dass der kleine, wirklich sehr geringe Teil dann halt noch über Biogasanlagen verwertet wird. Ein wichtiger Punkt, den ich hier jetzt gerne auch nochmal machen möchte, ist besonders bei diesen Lebensmittelabgaben, die ja wirklich schon sehr erfolgreich vorangetrieben haben. Und da unterstütze ich auch Frau Hagmann und Frau Gohirsch und auch die Vorsprecher, dass wir ja wirklich uns da schon sehr erfolgreich organisieren. Ist das natürlich eine Verpflichtung von Lebensmittelabgaben oder Lebensmittelspenden auch mit sich führt, dass diese Mengen auch wirklich immer aufgenommen werden können von den Organisationen und besonders im Hinblick auf Produkthaftung oder auch Lebensmittelinformationsverordnung gibt es da tatsächlich noch ein paar komplexe Themen, die herausgearbeitet werden müssen, um sicherzustellen, dass die Handelsunternehmen
diese Produkte dann auch wirklich weitergeben dürfen. Weil ich glaube, jeder Kollege hier im Raum wird bestätigen, dass da auch bei der Lebensmittelabgabe einige Grenzen gesetzt werden, was die Haftung der Lebensmittelunternehmen angeht, in Bezug auf beispielsweise die Weitergabe von Eiern oder auch die komplexe Weitergabe von gekühlten Lebensmitteln, dass man da schauen muss, wie kann man diese Grenzen oder diese Herausforderungen positiv angehen und Lösungen schaffen, bevor jetzt hier tatsächlich Verpflichtungen in den Raum gestellt werden. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte, die jetzt erarbeitet werden müssen, wo auch die Regierung und auch das BMEL und die verschiedenen Keyplayer aktuell aktiv sind, um nochmal zu überprüfen, sind diese Vorgaben und diese Richtlinien zeitgemäß und wie kann man sie gegebenenfalls anpassen. Okay, vielen Dank. Vielleicht eine Anmerkung in die Teilnehmer, die online dabei sind. Es kommen jetzt da relativ viele Fragen, kommen da rein. Ich hoffe, wir können alle Zug um Zug beantworten. Die meisten, die jetzt da reinkommen, die beschäftigen sich mit dem Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Da haben wir noch einen Block, das sehen wir dann nachher noch. Manche die sind ein bisschen weiter weg, aber wir gucken einfach, dass man da eins ums andere macht. Wenn wir nicht jede Frage jetzt beantworten können, Frau Professor, kann man das hinterher dann machen, sodass jeder antworten kann. Ja, vielen Dank. Frau Professor Barth, ich hätte eine Frage noch an Sie, und Sie sind ja genauso wie Staatssekretärin Gursch, sind Sie ja auch Verfechterin der Bildung oder der Ernährungsbildung junger Menschen, vor allem praktisch, ja, dass man halt einen wertschätzenden Umgang auch mit Lebensmitteln lernt. Aber denken Sie, könnte man das eigentlich bei den Profis, bei den Händlern, wäre da auch noch was zu machen, dass man sagt, auch der Handel muss mehr Wertschätzung den Lebensmitteln gegenüberbringen. Also, ich weiß nicht, keine riesigen Packungen mehr. Oder das Beispiel fällt mir mal auf, wenn ich zum Bäcker gehe und sage, ich hätte gern 3 Laugenwickle. Heißt immer 8 sind im Angebot, ja, wo ich sage, ich will ja bloß 3, wir können 8. Ja. Denken Sie, dass es da auch noch Punkte gibt, wo man irgendwie ansetzen könnte? Ja, ich würde gerne noch was zur vorangehenden Diskussion ergänzen. Ich stimme den Vorrednerinnen und Rednern durchaus zu und möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass eigenverantwortliche Verbraucherinnen und Verbraucher, die lernen, verantwortlich mit Lebensmitteln umgehen und nicht über Verbote und Bevormundung reguliert werden, dass die einfach auch zu Hause im Verborgenen natürlich ganz anders mit Lebensmitteln umgehen, als wenn man über Verbote das regelt. Ihre Frage, die zielt jetzt nochmal in eine andere Richtung. Wie ist das denn bei dem Lebensmittelhandeln? Kann da auch noch was gelernt werden? Und da sehe ich tatsächlich ein Riesenpotenzial, weil natürlich über die Händler auch Rollenmodelle mit kommuniziert werden. Und insbesondere in den Ausbildungen spielt es immer eine größere Rolle, dass auch Auszubildende im Lebensmittelhandwerk auch Nachhaltigkeit schon gleich mitlernen und hier als Change Agents, so sprechen wir im Bildungszusammenhang, wirken können und den entsprechenden wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln eben sowohl im privaten als auch im professionellen Umgang mit vermitteln können und entsprechend auch kommunizieren können. Und was jetzt hier auch mehrfach angesprochen wurde, bei der Preisgestaltung, natürlich als Verbraucherin und Verbraucher möchte ich immer möglichst preiswert meine Lebensmittel haben, aber wenn ich Qualität und Preis-Leistung ins Verhältnis setze, dann muss ich sowas auch kommunizieren, warum manche Dinge vielleicht teurer sind, obwohl sie vielleicht auf den ersten Blick gleich aussehen. Und dieses zu kommunizieren, hängt ja auch mit der Wertschätzung häufig, wenn ich Nachhaltigkeit verkaufe, von den Lebensmitteln zusammen. Und hier kann tatsächlich im Handel noch durchaus zugelegt werden. Ich finde ja den Slogan, ich glaube von Edeka, wir lieben Lebensmittel, durchaus hier ganz hilfreich, wo man nochmal eben diese Liebe als Wertschätzung auch
nicht nur als Added Value mitverkauft, sondern als echt gelebte Nachhaltigkeit. Und ich erlebe schon verschiedene Handelsunternehmen, also in der Fläche, wenn ich einkaufen gehe, durchaus so, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer mit den Lebensmitteln sorgfältig umgehen und damit auch kommunizieren, wir haben was, was seinen Preis wert ist und was es wert ist, nicht einfach so, ja, auch wieder wegzuwerfen. So weit erstmal. Okay, vielen Dank, Frau Wart. Ich hätte euch sagen, geschwind, anonymer Zuschauer schreibt uns, bloß, dass man da vielleicht da ein bisschen aufklärt. 18 Millionen Tonnen genießbares Essen werden in Deutschland jedes Jahr weggeworfen. 12 Millionen haben wir gelernt, sind es. In Frankreich und Italien wurden diese Probleme schon größtenteils in den Griff bekommen. Also vielleicht ist ja dort oder andere noch eine Aufklärung nötig. Auch die Franzosen haben zu kämpfen und es war durch das Gesetz, Frau Staatssekretärin, 46.000 Tonnen, die Franzosen vermieden haben. Also das. Aber die haben jetzt auch neue Formen, vor allen Dingen bei der Gastronomie, bei der Außerhausverpflegung gibt es jetzt eine App, die von dem Lehrstuhl in Kopenhagen von der Frau Professor Reich angeregt wurde mit dieser App Too Good To Go. Ja. Arbeiten die Franzosen ganz besonders intensiv. Das ist im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten durchaus offenbar. Wobei, womit jetzt die eine Frage, jemand mit einem kryptischen Namen fragt, wie sehen Sie das Potenzial der Too Good To Go App? Wir haben vor 14 Tagen, war das, hat uns die Dame das vorgestellt. Also da sind sicher Potenziale da. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen und auch mit Blick auf die zahlreiche Frage, die kommen zum Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, würde ich die Regie bitten, den nächsten Film einzuspielen, der da heißt Fehlsteuerung der Konsumenten durch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wir freuen uns auf den Film. Natürliche Zutaten. Frühstück mit den Liebsten. Das ist mein perfekter Start in den Tag. Sonnengereifte Früchte. Natürliche Zutaten. Und Lebensmittel aus der Region. Und nichts dabei bringt uns aus der Ruhe. Ida ist abgelaufen. Schatz, der ist ja wirklich abgelaufen. Kann man denn jetzt nicht mehr essen? Ich glaube nicht. Diese Szene ist bei weitem kein Einzelfall. Jedes Jahr werden in Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll geschmissen. Davon entstehen alleine 52% in den privaten Haushalten. Die Hälfte davon würde sich jedoch vermeiden lassen. Denn 47% der Verbraucher werden ein überschrittenes MAD als Signal zum Wegwerfen. Weniger Verschwendung würde nicht nur besser für die Umwelt sein, sondern bis zu 200 Euro pro Person im Jahr sparen. Während andere Länder auf Unterschiede zwischen MAD und Verbrauchs- bzw. Verfallsdatum hinweisen, herrscht hierzulande bei einem Drittel der Bürger darüber Unklarheit. Wollen wir eine Welt mit so einer Lebensmittelverschwendung und Umweltbelastung wirklich unseren Kindern hinterlassen?
Herzlich, ja, ja, genau. Frau Professorin Scheubrein, Sie haben auch, war das immer wie die Ernährungsumschau berichtet, eine Studie zum Wegwerfverhalten junger Erwachsener durchgeführt. Welche Erkenntnisse haben Sie für Mindesthaltbarkeitsdaten des Wegwerfverhaltens jungen Erwachsenen? Also leider ist es so, dass unsere jungen Erwachsenen sehr viel weggeworfen haben, tatsächlich mehr sogar als eigentlich im Durchschnitt weggeworfen wurde. Es gibt ja eine GfK-Studie dazu. Und bei dieser GfK-Studie haben also deutlich weniger Dinge wurden weggeworfen. Bei unseren Studierenden, mit denen wir diese Studie ja durchgeführt haben, wurde viel weggeworfen aus MHD-Gründen und erschreckenderweise auch relativ viel wurde weggeworfen, ohne dass es überhaupt geöffnet wurde. Also diese Dinge wurde nicht mal irgendwie der Deckel aufgemacht und hineingeblickt, sondern es wurde mit Schrecken festgestellt, das Datum ist abgelaufen und wanderte direkt in den Müll. Und wir hatten ja dann rausbekommen, dass unsere Studierenden nicht ganz, aber nahezu doppelt so viel weggeworfen haben wie der Durchschnitt. Und das war schon ein überraschendes Ergebnis, das auch insbesondere die Studierenden selber sehr überrascht hatte, weil das bedeutet, dass die gerade geschilderten 200 Euro, ich meine, das sind alles immer nur Schätzwerte, aber diese 200 Euro von den Studierenden ja noch übertroffen wurden und ein Studierender hat in aller Regel nicht unbegrenzt finanzielle Mittel, also in aller Regel sind die eher so begrenzt, dass eigentlich 200 beziehungsweise 300 oder 400 Euro Geld sind. Und da war dann auch die Erkenntnis da, dass wir an der Stelle tatsächlich noch was tun müssen. Also die Aufklärung, die vom Handel ja schon angestoßen wurde, dass man sagt, man macht mal auf, man schaut, man riecht dran, man probiert das Produkt. Das ist auf jeden Fall ein Schritt. Aber natürlich auch das Einkaufsverhalten. Habe ich denn vor dem Einkauf vielleicht auch mal einen Blick in den Kühlschrank geworfen? Brauche ich dieses Produkt, das ich dann jetzt gekauft habe? Ja, macht es, Frage in die Runde, das Mindesthaltbarkeitsdatum dann überhaupt Sinn in der Form, wie wir es jetzt haben? Also ich würde schon sagen, im Sinne des Verbrauchers gibt es eben die Information über die Qualität. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt, das Produkt ist bis zu diesem Datum, das da aufgedruckt ist, am besten zu genießen, hat die besten Eigenschaften vom Geruch, von der Konsistenz. Das heißt aber nicht, dass es danach verdorben wäre oder eventuell gesundheitsschädlich wäre. Das ist zu unterscheiden vom Verfallsdatum oder Verbrauchsdatum. Das wird verwandt bei verderblichen Gütern, wenn es etwa um Hackfleisch geht, um Wurst geht. Und da sollte man vor allen Dingen als Verbraucher dann auch konsequent sein und da ganz, ganz vorsichtig sich dem weiteren Verbrauch nach dem Verfallsdatum nähern. Ansonsten müssen wir die Verbraucher zu mehr, möchte ich sagen, Selbstständigkeit erziehen, dass sie ihre Nase, ihre Augen einsetzen, wenn sie eben ein Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum nach dem Datum verkonsumieren. Im Übrigen würde ich mal sagen, leichte Entwarnung, denn insgesamt von der Lebensmittelverschwendung sind es nur 6%, die aufgrund des MHD weggeworfen werden. Und davon sind es 50% Molkereiprodukte. Und da geht es eben darum, dass letztlich fast die Hälfte der Lebensmittel ungeöffnet dann auch im Müll landen, also in den berühmten Container. Jetzt, Frau Staatssekretärin, ist ja das Thema mit der Nase, das kommt ja immer dann zum Tragen, wenn die Dinge schon im Kühlschrank verräumt sind. Also niemand riecht ja im Lebensmittellade, sondern verlässt sich auf das MHD und an dem MHD hängt ja manches dran. Da hängen ja, Frau Hagmann, auch rechtliche Dinge ja vielleicht dran, gerade wenn es jetzt darum geht, Lebensmittel abzugeben. Also wir haben das in einige Fragen aus dem Publikum, die da kommen, hängt da eventuell zu viel am MHD dran, auch Jurisdiziables, ja, wo man sagt, hey, das kann man so ohne weiteres nicht abgeben. Oder wie ist es denn eigentlich, wäre die Dinge erst am letzten Tag des MHDs abgegeben an der Tafel oder könnte der Handel schon sagen, Mensch, wenn man es ein bisschen früher
macht, wird auch weniger rausfliegen, vielleicht fragt man, was hängt denn rechtlich dran am MHD? Wieso ist es so wichtig und wieso erschwert es denn auch beispielsweise dann die Abgabe von Lebensmitteln? Ja, beim MHD ist es ja so, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, Sie zu verstehen. Jetzt waren Sie gerade ganz arg leise, aber rein juristisch ist es so beim MHD, wenn das MHD abgelaufen ist, dann geht die Haftung sozusagen vom Hersteller auf den Händler über, wenn er es dann weiterverkauft. Und deswegen sind wir eigentlich schon auch, versuchen wir im Handel natürlich die Ware vor Ablauf des MHDs abzugeben. Natürlich mit deutlichem Hinweis darauf, wenn man es kurz davor verkauft, wird es häufig jetzt markiert, dass es eben demnächst abläuft. Und dann geht die Geschichte natürlich auf den Verbraucher über. Ich glaube, dass wir im Einzelhandel da sehr viel Aufklärung schon machen. Wenn ich gerade so vorbildliche Händler wie den Herrn Ölzöfer angucke, jetzt in diesem Kreis, aber das gilt für alle, die hier vertreten sind, an Handelsunternehmen auch. Da wird ganz genau aufgeklärt und auch geschaut, dass der Verbraucher weiß, was er dann kauft, wenn er es kurz davor kauft, ersteht. Teilweise wird ja auch günstiger abgegeben. Wenn wir dann kurz vor Ablauf des MHDs die Ware an die Tafeln abgeben, dann wird auch hier natürlich der Hinweis gegeben und die Tafeln, davon konnten wir uns oder ich mich jetzt auch mit der Staatssekretärin bei Anfang unserer Woche auch erkundigen, auch die Tafeln weisen ganz genau darauf hin, wann die MHDs abgelaufen werden. Denen ist es ganz arg wichtig, dass es noch eine gewisse Spanne gibt, wo der MHD dann noch gültig ist, damit auch die Menschen, die zu den Tafeln gehen, eine ganz gewisse Wertschätzung haben ihrer Person, indem sie nicht abgelaufene Ware bekommen. Also dieses Thema ist uns wichtig und ich glaube, dass wir da auch ganz genau gucken im Handel, wie wir damit umgehen. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Der Ton ist aus. Jetzt, ja, also brauchen wir nicht ein bisschen differenziertes Vorgehen, war die Frage. Beim Apfel oder bei der Banane, da sieht man es. Es gibt Dinge, da ist es gefährlich, ich sage mal beim Hackfleisch oder so, wo man sagt, oh, da ist ja dann nicht mehr das MHD, sondern da ist ja dann, bis wohin es zu verbrauchen ist. Aber jetzt gibt es auch eine produktische Frage hier aus der Chatrunde. Es gibt da bestimmte Sachen, da macht es gar keinen Sinn. Bei Reis, bei Nudeln oder so, bei Dosenfisch, keine Ahnung, das kann man über Jahre hinweg, kann man das ja aufheben. Trotzdem ist da MHD drauf. Macht es Sinn? Frau Mayer. Und das auch testen und gucken, ob man es wirklich noch essen kann. Und meistens kann man es essen. Genau solche Sachen, wo Sie jetzt auch aufgezählt haben, die gehen nicht kaputt. Wir haben uns ja vor einem Jahr, es jährt sich demnächst in Berlin beim Bundesgesetzgeber dieser Diskussion gestellt. Und man hat auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung drin, dass das überprüft wird, ob man vielleicht die europäische Lösung, da heißt es best before, also noch am besten zu genießen, bevor diese
diesem Datum draufschreibt und ob man bestimmte Produkte herausnimmt. Auf jeden Fall ist das auf der Agenda, auf der politischen. Aber viel wichtiger ist es, dass wir Informationen an den Verbraucher heranbringen, dass die Menschen nicht einfach, wenn es abgelaufen ist, die wertvollen Lebensmittel in den Müll werfen. Wie gesagt, sind nur 6%, aber die 6% sind zu viel. Hm. Eine Information, Frau Staatssekretärin, Sie sagen, da wird ja auch viel gemacht, seitens der Verwaltung, seitens der Politik. Aber wie sieht es denn beim Handel aus? In welcher Rolle sieht sich denn der Handel da drin, die Verbraucher über das MHD zu informieren? Ja, da würde ich gerne was dazu sagen. Ich habe nämlich eine ganz interessante Studie gelesen. Und zwar, das kam ja auch in dem Film, dass die Verbraucher das MHD als Hinweis lesen, wann das Lebensmittel einfach entsorgt werden soll. Die Studie geht da ein bisschen tiefer rein und hat eigentlich den Ansatz, hat eigentlich rausgefunden, dass die Verbraucher das MHD so ein bisschen als Lizenz zum Wegwerfen nehmen. Also was ich spannend fand jetzt in der ganzen Corona-Krise ist, dass man ja auch ein bisschen dieses Irrationale verstärkt gemerkt hat. Also es haben Leute Hefe gekauft und wirklich in Mengen, so man sie gelassen hat, die bestimmt nicht zu Hause Hefekuchen gebacken haben. Also man hat doch diese irrationale Komponente gespürt, ganz deutlich, ganz sichtbar. Und ich denke, die schwingt schon auch bei jedem Einkauf ein bisschen mit. Und einfach, man will was da haben, man will für jede Situation was da haben, für jede Stimmung. Man rechnet gar nicht damit, gerade was für die Studenten gilt, dass man sehr spontan ist, dass man viel außer Haus ist. Überhaupt diese Komponente des Außerhausessens, das wird, glaube ich, nie so beim Einkaufen berücksichtigt. Und deshalb, dass eigentlich der Verbraucher sich bewusst ist, ich habe da viel zu viel im Kühlschrank und ach ja, supi, jetzt hat das MHD, jetzt ist mal wieder Platz. Also das ist, glaube ich, vielleicht noch eine Komponente, der könnte man mal nachgehen. Aber klar, also da ist auch Aufklärung alles und einfach dieses Signal, es ist nicht in Ordnung, wenn man Lebensmittel wegwirft. Genau, wir müssten ein bisschen auf die Uhr gucken, wenn wir bis um 5:30 durchkommen. Ich will es nicht abwürgen, aber ich würde einfach sagen, schauen wir uns mal den nächsten Film an. Krumme Dinger, Anreize zum Kauf von 1B-Ware. Auch dazu gibt es einen Film, bitte an die Regie. Ich glaube, das könnte man schnell. Film ab, Krumme Dinger, Anreize zum Kauf von 1B-Ware. Das sind Äpfel. Das sind auch Äpfel. Das sind Möhren. Und das sind auch Möhren. Das sind Kartoffeln. Ja, und das sind auch Kartoffeln. Ja, muss denn immer alles schön und gerade sein? Wo bleibt denn da die Individualität? Ja, erkennst du die 1B-Ware? Denn am Ende zählen doch immer die inneren Werte. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Ja, es ist deine Entscheidung. Ja, es ist deine Entscheidung, sage die Studenten, wenn es darum geht, nicht ganz makellose Produkte zu kaufen. Frau Professor Bartsch, inwieweit ist es tatsächlich
unsere Entscheidung, das zu tun? Natürlich ist es unsere Entscheidung, das zu tun. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, eins zu kaufen. Man kann auf dem Wochenmarkt genauso eins kaufen wie im Supermarkt, wo die Sachen stärker standardisiert sind als beispielsweise eben auf dem Markt. Die Aktion, ich sage immer Misfits, so gibt es eine Aktion, die so genannt wird, finde ich, ist eine sehr gute Aktion, weil sie einfach auf das Problem darauf aufmerksam macht, dass Lebensmittel sehr, sehr unterschiedlich aussehen können und dass die Standardisierung nicht in dem Lebensmittel begründet ist, sondern letztlich in der Logistik, im Transport und so weiter und so fort. Insofern finde ich die Aktion richtig gut und es gibt ja durchaus auch alternative Modelle noch der solidarischen Landwirtschaft, die in diese Richtung auch gehen, dass letztlich Verbraucherinnen und Verbraucher sich mit der Landwirtschaft und dem Risiko des Ernteausfalls oder der verschiedenen Ernten, je nachdem wie sie ausfallen, solidarisieren und einen festen Betrag an die Landwirtschaft geben. Das sind alles Aktionen, die sicherlich nicht den Massenmarkt bedienen können, aber die Denkanstöße geben und auch Bildungsanlässe sind. Insofern, ja. Es ist schon irgendwo unsere Entscheidung, was wir machen, genauso wie beim Mindesthaltbarkeitsdatum, wo es natürlich auch immer um die Haltbarkeit der Lebensmittel geht, wo man einfach weiß von der GfK-Studie, dass fast 60% aufgrund ihrer Haltbarkeit, also ihrer Nichthaltbarkeit, weggeworfen werden. Und da sehe ich zum Beispiel eben auch das Mindesthaltbarkeitsdatum als einen Bruchteil mit weniger als 6%, warum es weggeschmissen wird. Und hier ist tatsächlich die Verbraucherinnen und der Verbraucher eben gefragt, dass man hier eben auch Verantwortung übernimmt. Und um die übernehmen zu können, braucht es Bildung. Ja, vielen Dank, Frau Professor Bartsch. Ich nehme mit aus Ihrem Beitrag, dass die viel zitierte krumme Gurke ist nicht das Problem. Also, dass man sagt, dass deswegen so viel weggeworfen wird. Immer eine Anfrage aus dem Publikum kam zum Thema Lebensmittelverschwendung auf dem Acker, weil halt die krumme Gurke oder der Apfel mit Schorf oder was weiß ich, was alles haben kann, letztendlich sich gar nicht vermarktet. Das ist zumindest nicht so, dass wir als Verbraucher ja im Laden erkennen können. Und jetzt sieht man aber, es gibt ja immer mehr den Wunsch der Menschen, sagen wir, zu mehr Regionalität. Sie suchen das Echte, sie suchen unverfälschte, vielleicht auch ein bisschen traditionelle Lebensmittel. Wäre das nicht auch eine Chance für den Handel, Frau Meier, um auf dieses Segment da eben aufzusteigen, da man sagt, es ist halt das Perfekte, ist halt nicht unbedingt das Regionale und das Bodenständige. Genau, das machen wir ja. Das gibt es ja auch in jedem Handel gibt es das ja auch, dass es die Ware auch, sag mal, B-Ware gibt. Leider ist es aber so, dass der Endverbraucher, wenn er dann vor dem Apfel, so wie Sie es vorhin angesprochen haben, vor dem normalen Apfel steht und vor dem Apfel, der vielleicht irgendwo eine Delle hat, dann greift er leider Gottes immer noch automatisch zu dem anderen Apfel. Und wir testen das auch gerade was ganz Neues. Das ist die heißt Lebensmittelrettertüte, wo wir genau solche Dinge reinpacken und zum vergünstigten Preis verkaufe, um genau dieses Bewusstsein auch beim Endverbraucher zu legen, dass er eben dadurch auch was bewirken kann. Das heißt, der Handel, hört man mich jetzt? Ja, weil da kam auch der Hinweis, man soll lauter und deutlicher sprechen, manchmal wird man nicht gehört. Der Handel hat da seine Hausaufgabe gemacht oder sind da noch Potenziale? Da will ich unterstellen, jetzt einfach mal dem Händler, wenn man da Geld damit verdienen kann, dann wird das machen. Olte. Also
Es ist ja nicht so, dass alles untergepflügt wird, sondern es wird ja auch in der Industrie oder für Tierfutter werden ja viele Dinge verarbeitet. Wir vermarkten auch bei uns bei Edeka Südwest nicht perfekte Ware, die halt einfach sagen wir, ein bisschen kleiner ist, nicht ganz so schön aussieht. Die wird auch mit niedrigerem Preis vermarktet und es funktioniert eigentlich ganz ordentlich, vor allem bei regionalen Dingen. Schwieriger wird es dann natürlich immer dann in den Märkten und da kann man natürlich auch eine Diskussion über die Handelsklassen führen, ob die heute noch zielgerichtet ist, ja, oder ob das nicht mal ein politisches Thema wäre, dass man so ein Thema annimmt, weil das ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß und würde sicherlich darauf mal ein Stück weit weit einzahlen. Fragt da jemand aus dem Publikum, ja, ob das mal ein Ansatz wäre, wenn man sagt, dass es 1a und 1b gar nicht mehr gibt, sondern die Rettich sind halt, wie sie sind. Also ich sage mal, es heißt ja nicht, dass ein kleiner Apfel schlechter schmeckt wie ein großer. Deswegen ist das in der Richtung einfach nicht unbedingt sinnvoll. Okay, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr schauen wir uns den nächsten Film an. Das mit den Laugewickler, 18 im Angebot, habe ich schon gesagt, mir Gott, tatsächlich immer so, und das ärgert mich dann. Und auf der einen Seite will man das Schnäppchen mitnehmen, auf der anderen Seite weiß man aber dann, drei liegen da rum und wäre hart. Verpackungsgrößen als Fehlanreiz, der Film zum Einstieg. Regie bitte. Scheint ein Problem für ihn zu sein mit den Laugewicklern. Herzlich willkommen zur DBW-Tagesschau. Mein Name ist Lisa Castell. Mein Name ist Laila Swider. Und unser heutiges Thema ist Verpackungsgröße als Fehlanreiz. Wer kennt es nicht? Statt den normalen Toast nehme ich lieber das XXL-Toast, denn ich habe ja zusätzlich 4 Scheiben gratis, oder? Das stimmt, Lisa, ja. Nichtsdestotrotz werden fast 90 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr in der EU weggeschmissen. Darunter leidet auch unsere Umwelt, denn nicht nur bei der Lebensmittelverschwendung, sondern auch bei der Produktion werden CO2-Emissionen freigestoßen, Lebensräume und natürliche Biotope werden zerstört und das hat langfristige Konsequenzen für unseren Planeten der Erde. Aber nicht nur die Umwelt leidet darunter, sondern auch das schwere Deutschland. Immer mehr Menschen, unsere Bevölkerung, werden übergewichtig und leiden an Fettleibigkeit. Der Hauptgrund dafür ist die Ernährung. Die ungesunde Ernährung, die vor allen Dingen durch XXL-Produkte gefördert wird. Außerdem steigt auch der Trend der Single-Haushalte. Wir sind 2 Single-Studentinnen und sind einmal einkaufen gegangen, um zu schauen, was wir bekommen. Schauen wir uns das Ganze doch mal in der Praxis an. Im Einkaufswagen sind viele XXL-Produkte zu sehen, die mit extra Plastik und mit einer zu großen Verpackung beworben werden. Diese verleiten den Konsumenten, diese auch zu konsumieren und sich dadurch ungesund zu ernähren. Letztendlich landen viel von den XXL-Produkten am Ende im Müll. Nun haben Sie unseren XXL-Einkauf gesehen. Unsere Frage an Sie. Warum werden weiterhin XXL-Produkte angeboten, obwohl deutlich der Trend zu Single-Haushalten und steigendem Nachhaltigkeitsbewusstsein geht? Ja, Frau Dr. Köpp, vielleicht die Frage an Sie. Jetzt haben wir gehört, Single-Haushalte und Lebensmittelverschwendung. Und braucht es die XXL-Packungen? Braucht es die noch? Die gibt es ja allen Orten immer bei Cornflakes. Es gibt die, keine Ahnung, 2-Liter-Cola-Flasche. Braucht es das noch oder hat sich das nicht überholt? Also ich denke, was hier wichtig ist zu betrachten, ist, dass wir eine Vielfalt von Kunden und auch Zielgruppen bei unseren Käufern haben. Und wir als Lidl positionieren uns halt stark als der Discounter, der auch besonders Familien mit Kindern bedient. Und von daher ist sozusagen aus Sicht dieser Zielgruppe natürlich nachvollziehbar, warum wir jetzt nicht auf Singles-Größen gehen. Sicherlich macht es sozusagen aus Sinn des Food-Based in manchen Stellen sicherlich Sinn, die Verpackungsgrößen zu reduzieren. Dennoch muss man dann auch wieder im Hinblick auf die Plastikvermeidung und die Verpackungsvermeidung darauf achten, dass manchmal natürlich größere Verpackungen in dem Sinne Vorteile auch bei der Verwendung von Plastik mit sich bringen. Und ich glaube, das ist gerade dieser Spagat, der viele Unternehmen herausfordert, wo auch jedes Unternehmen und jeder Händler für sich selber entscheiden muss, was genau die Käuferzielgruppe ist und was die Mehrzahl der Kunden bei sich im Markt tatsächlich wünscht. Von daher, glaube ich, gibt es da keine einfache Ja- oder Nein-Antwort. Ich denke, das ist sehr abhängig von den Produkten, die man vertreibt, von dem Geschäftsmodell, was man hat und auch besonders der Zielgruppe und der Kunden, die man bedienen möchte.
Aber vielleicht gerade die Frage an Frau Professor Schäuble, wenn ich mir jetzt angucke, eine Megapackung, die mich anspricht, ist bei der Schokolade. Klassische Schokoladentafel hat 100 Gramm, und es gibt aber die 300 Gramm Tafel, die nimmt man auch mit, die wäre dann auch leer. Aber ist das ein Bedürfnis, das ich habe? Oder gibt es da Erkenntnisse darüber, wieso Leute zu sowas, also ich ja, ich nehme mich da nicht aus, zu sowas greifen? Obwohl ich genau weiß, 300 Gramm Schokolade, das ist zu viel. Ja. 300 Gramm Schokolade, gut, Sie hatten vorher berichtet, Sie haben drei Kinder. Ich denke, das sind diese 300 Gramm Tafel Schokolade, die kriegen da schon ihren Herrn. Aber in der Tat ist der Kunde mit einem XXL-Angebot in einer Verführung. Also der sieht das, es ist ein günstiges Angebot und damit wird die Gefahr groß, dass er das auch tatsächlich kauft, ohne dass es eine realistische Chance gibt, dass dieser Verbrauch tatsächlich hinterher stattfindet. Und das ist schon bedauerlich. Aber die Frage, die jetzt auch von den Studierenden aufgegriffen wurde, die geht gar nicht nur in die Richtung dieser 300-Gramm-Tafel, sondern die Frage ist, gibt es denn vielleicht auch ein weiteres Angebot für diese Single-Haushalte? Also wir hatten jetzt bei unserer Umfrage, bei den Studierenden gab es eine Studentin, die eben erzählt hat, sie kauft jede Woche eine große Packung Toast. Das hatte ich schon auch berichtet. Und sie weiß, aber sie wird von dieser Packung eigentlich jede Woche nur etwa die Hälfte essen. Das heißt, es fliegt jede Woche eine halbe Packung dieses Toastbrots weg. Und da ist es aber so, dass die kleine Packung, es gibt kleine Packungen Toast, die sind aber wirklich sehr, sehr teuer. Und das ist so der Punkt, wird dann eben, ab wann reagiert der Handel auf die Zielgruppe, die Frau Dr. Köp hat es angesprochen, es muss eine Zielgruppe geben, die groß genug ist, dass es auch eine kleine Verpackung geben kann, die so viele Kunden findet, dass es eben auch genügend Kunden gibt, die das dann kaufen. Und dann gäbe es eine Chance, dass man davon wegkommt. XXL-Packungen sind ein Problem, aber die normale Packung ist teilweise eben auch schon zu groß. Würde ich kurz gerne was ergänzen, wenn ich einmal kurz darf. Die Frau Köp wird gerne noch was ergänzen. Frau Köp. Vielleicht, also nur ein ganz angewandtes Lösung und Lösungsansatz. Was ich beispielsweise auch bei Brot mache, ist ja auch die Möglichkeit, dass man bestimmte Produkte einfriert oder dass man sie wieder tatsächlich verpackt und so anders lagert. Und ich glaube, das spielt so ein bisschen auf den Gedanken der Sensibilisierung und auch Aufklärung von Kunden, wie gehe ich mit meinen Lebensmitteln um? Wie kann ich zu Hause sicherstellen, dass ich die Haltbarkeit der Lebensmittel tatsächlich auch verlängern und verbessern kann? Und ich glaube, da können wir als Händler beispielsweise eine sehr positive Rolle einnehmen, um da zu sensibilisieren und auch diese kleinen Lifehacks oder Tipps, was die Küche und die Lebensmittelaufbewahrung angeht, unterstützen, unterwegs sein. Ja, vielen Dank. Schauen wir uns den nächsten Film noch an. Auch ein Thema, was die Menschen umtreibt, das Thema Containern, sinnvoll oder gesundheitsschädlich. Das ist Diebstahl und Hausfriedensbruch. Container, sinnvoll oder gesundheitsschädlich? Container ist hauptsächlich politisch motiviert. Die Aktivisten möchten damit ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Ein Großteil der Lebensmittelverschwendung findet jedoch in den privaten Haushalten statt und nicht im Lebensmitteleinzelhandel. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Anteil des Lebensmitteleinzelhandels nicht zu vernachlässigen.
Ja, stay safe, stay healthy. Frau Stachowski, das Thema Containern, ist das ein Thema für Rewe? Wie gehen Sie da damit um? Ja, das ist besonders ein Thema, was auch immer wieder in der Presse aufpoppt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil es geht einfach um Dinge, die weggeworfen wurden, auch alle mit einem Grund weggeworfen wurden. Also wir leben davon, unser Unternehmen lebt davon, dass wir Lebensmittel verkaufen und Lebensmittel, die wir wegwerfen müssen. Das ist auch so ein Irrglaube, die ersetzt uns niemand. Das ist wirklich ein Totalverlust. Und das heißt, Lebensmittel, die wirklich in der Tonne landen, da ist auch immer ein guter Grund dabei. Da wurde die Kühlkette unterbrochen. Da kann Schimmel in der Nähe gewesen sein. Das kann sich um Rückrufe handeln und das ist dann wirklich der Grund, warum die in der Tonne landen. Und da müssen wir auch wirklich sicher sein, dass wir diese Sachen aus dem Verkehr gezogen haben und sichern entsprechend auch unsere Tonnen, die auch, sage ich mal, auf unserem Grund und Boden stehen. Das heißt, da verschwimmen auch einfach die Grenzen. Wo ist noch draußen? Wo ist man schon drin? Was ist mit den vielleicht noch neuen Waren, die da irgendwo in der Nähe stehen? Getränkekästen, die ja auch einen Wert darstellen. Also da ziehen wir wirklich eine ganz, ganz klare Grenze, dass wir einfach sagen, die Tonnen bleiben zu, sozusagen. Jetzt sagen Sie ja, das ist ein bisschen ein juristisches Thema und das ist ja eine Sache, die ja auch in Ihr Innerstes geht, als Eigentümer, als Hausherr, sage ich mal. Jetzt auf der anderen Seite kommt aber das Thema Containern, kommt ja beinahe so ein bisschen hip daher oder so jugendlich oder so clever oder ich weiß auch nicht, Frau Staatssekretärin, wie sieht es denn die Landesregierung? Wie sieht man das Containern? Ist es clever oder ist es einfach nur illegal? Also ich denke, dass die Autoren des Filmes eigentlich schon die richtigen Aussagen getroffen haben, dass es eine politische Sache ist, diese jungen Menschen oder diejenigen, die Containern, wollen damit auch eine politische Aussage treffen. Juristisch sehen wir es so, dass die Landesregierung das Containern nicht befürwortet. Der Justizminister und der Umweltminister und auch der Verbraucherminister befürworten das Containern keinesfalls, denn es ist eine Frage des Eigentums. Der Container ist Eigentum des Händlers und erst wenn er die Dinge meinetwegen in den öffentlichen Raum stellen würde, hätte er das Eigentum aufgegeben. So ist die Definition vom bürgerlichen Gesetzbuch. Und dann kommt dazu, was noch sehr viel wichtiger ist. Auch hier hat das Team schon eine Aussage gemacht. Be safe, be healthy. Also man soll sich davor in Acht nehmen, denn was im Container passiert, das sind biochemische Prozesse, die Gesundheit gefährden können. Und da das Eigentum des Händlers ist, haftet dann der Eigentümer eine Haftungsverlängerung für die Gesundheit dessen, der sich aus dem Container bedient. Und das ist das Problem, das wir sehen und wo wir auch verantwortlich sind als Verbraucherministerium. Wir haben vor kurzem einen Fall in Stuttgart gehabt, wo eben in einer öffentlichen Einrichtung wurden Lebensmittel, die aus der Eigentumsaufgabe des Händlers genommen wurden, zur allgemeinen Verfügung gestellt. Und das war allesamt verdorben. Und wenn da jetzt Kinder rangegangen wären und hätten sich meinetwegen die Wurst geholt, die dort gelegen hat, dann wäre dadurch die Gesundheit gefährdet gewesen. Und dann wäre eventuell sogar unser Verbraucherministerium, weil es da nicht sorgsam genug nachforscht, ob solche Einrichtungen überprüft werden, verantwortlich gewesen. Also ganz klar, wir sind gegen das Container, das andere. Die Tafel haben wir gesagt, oder ganz einfach die Foodshare, übereinkunft haben mit dem Handel. Lebensmittelretter, neue Helden braucht das Land. Genau, ja. Lebensmittelretter. Ja. Gut. Die Frau Hagmann, sie widerspricht nicht, sie nickt, ja? Hört aufmerksam zu. Ich denke, das ist aus ihrer Sicht, denke ich,
wäre Sie das wohl zu unterstreichen? Ein ganz klarer Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch neulich erst entschieden darüber, dass Containern rechtswidrig ist, ein Eingriff ins Eigentum, wie es die Staatssekretärin vorher auch gesagt hat, auch im Film rauskam. Und das muss einfach auch unsere Position sein, zum Schutz auch dieser jungen Leute, die es gerade hip finden. Aber es geht einfach so nicht. Ja, vielen Dank. Kommen wir noch, bevor wir zur Schlussrunde kommen, zum letzten Film. Ein guter Schluss ziert alles, bevor die Dinge im Container landen. Dort lasse es gar nicht so weit kommen. Innovative Verpackungsformen wie Branding oder Coating. Das ist das letzte Thema, über das wir noch kurz diskutieren wollen. An die Regie bitte Film ab. Innovative Verpackungsformen. Durch den hier gezeigten Coating-Prozess ist die Frucht geschützt und länger haltbar. Durch das Branding wird die Frucht ohne Verwendung von Plastik gekennzeichnet. Was spricht gegen die Verwendung dieser Verfahren? Sind Branding und Coating zukunftsfähig? Kunden wünschen sich weniger Verpackungen. Wie kann man das zusätzlich erreichen? Biogurken im Plastikstrumpf, wie passt das zusammen? Wie intensiv kann man die Verschwendung von Lebensmitteln durch diese Verfahren eindämmen? Ja, Frau Dr. Köpp, die Frage an Sie, bei Ihnen geht es um Nachhaltigkeit. Wir haben sehr anfangs des Films die emotional sehr aufgeladenen Bilder auch von Plastik, kunststoffreichen Meeren. Wir wissen aber auch, dass ja, ich glaube, 80% der des Meeresplastiks, wenn ich es richtig weiß, kommt glaube ich aus 10 Flüssen, die alle nicht in Europa liegen. Aber gleichwohl ist das Thema Kunststoff ist sehr emotional aufgeladen. Die Menschen wollen weniger Kunststoff beim Kauf der Lebensmittel. Wo sind da die Lösungsansätze? Ist Branding, ist das ein Weg? Also auf jeden Fall. Ich denke, das sehen wir auch bei unseren Kunden, was die Themen sind, die unseren Hauptkonsumenten bewegen. Das Thema Plastik und Verpackung ist da sehr weit oben angesiedelt. Und Verfahren wie Coatings sind sicherlich etwas, was genauer geprüft und angeschaut werden sollte, weil da tatsächlich mögliche Innovationsfähigkeiten liegen. Das Thema Branding ist ja durchaus in dem Sinne mit dem Thema Food-Based nicht direkt verbunden, aber natürlich ein Verpackungsthema, da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Sind auf jeden Fall Ansätze, die ja auch der gesamte Lebensmitteleinzelhandel genauer betrachtet und schaut, wie es massentauglich und groß skalierbar integriert werden kann. Jetzt ist ja ein Punkt, Frau Staatssekretärin, das Thema Unterscheidbarkeit. Ich hoffe, ich liege richtig, von Gurke und Biogurke, die eine sind im Plastik drin, die andere sind nicht im Plastik drin. Herr Uthoff, ist das so? Gibt andere Lösungen. Aber wie passt das, Frau Staatssekretärin, eine Biogurke im Plastikstrumpf? Ja, ich glaube, die Antwort liegt in Ihrer Frage schon, dass das eigentlich sich widerspricht, weil eben hier die Umwelt belastet wird durch die Verpackung, die zu erstellen ist und hinterher zu entsorgen ist. Dennoch muss man abwägen, wenn man Gurken ganzjährig haben möchte und sie dann vom Süden kommen, dann halten die das nur wenige Tage aus. Und man weiß selbst, wenn eine Gurke im Kühlschrank ist, dass die sehr schnell, ich sage, schlabbrig wird. Und dann will sie keiner mehr essen. Und dann wird sie entsorgt und in der Gurke steckt, wie eingangs von Ihnen auch erwähnt, Energie, Boden und Düngung und Arbeit und Transport. Und dann ist abzuwägen, ob dann das vermehrte Wegwerfen, weil das nötig ist,
nicht in einem ungünstigen Verhältnis zu diesem Plastikstrumpf ist. So nennt man das, glaube ich. Also dazu würde ich vielleicht noch gern was sagen, weil ich glaube, dass der Handel allgemein da schon seine Aufgaben jetzt übernimmt. Also Verpackungsreduzierung bei Obst und Gemüse spielt eine große Rolle. Oder wir arbeiten jetzt bei Edeka mit Appeal, das heißt ein pflanzlicher Schutz bei Zitrusfrüchten, bei Avocados, wo einfach eine längere Haltbarkeit da ist. Also da gibt es schon Wege oder auch Brandings. Man muss halt schauen, dass das Produkt nicht gefährdet wird. Das ist die eine Seite. Und da passiert schon einiges. Aber wir sollten es auch nicht nur reduzieren auf Obst und Gemüse. Da passiert einiges, sondern es gibt viele Produkte, die verpackt sind, die unterverpackt sind und die auch nicht unbedingt mit Klarplastik verpackt sind, sondern mit allen möglichen Schattierungen. Und dann wird halt der Prozess schwierig, auch vom Recycling. Heute ist oftmals diese ganz normale Klarplastik, die hat nicht die schlechteste Ökobilanz. Einfach auch deswegen, weil sie ins Recycling wieder geht und über Rezyklat einfach wieder in den Kreislauf kommt. Nur wenn halt irgendwas mal schwarz ist oder dunkel oder beschichtet, ja, dann wird es halt kritisch. Und ich sage mal, da muss man vielleicht viel eher mal diese Produkte, die nicht unbedingt in der Obst- und Gemüseabteilung sind, mal auf den Fokus nehmen. Und das ist schon eine Aufgabe. Und da sind wir noch weit weg. Okay. Ja, meine Damen, meine Herren, wir sind von der Zeit her fast am Ende, eigentlich sind wir am Ende. Wir haben jetzt das Thema, es war ein bunter Strauß von verschiedenen Problemstellungen und Lösungsansätze, aber eine Sache hätte ich noch gern, Frau Professor Bartschi, wir wissen ja, dass ungefähr 50% der Lebensmittelverluste ja im Privathaushalt entsteht. Wenn ich Sie da noch um, wie auch immer gerade das Schlusswort bitte wird, was kann der Verbraucher tun? Er ist ja derjenige, der da praktisch die Masse 50% in den Händen hat. Ich würde die Frage ein Stück weit umdrehen. Was kann getan werden, um Verbraucherinnen und Verbraucher so zu stärken, dass sie in die Lage versetzt werden, möglichst wenig Lebensmittel wegzuwerfen? Und was jetzt durch die ganze Diskussion sich ja immer wieder auch gezogen hat, ist, dass man wissen muss, wann ist die Haltbarkeit aufgebraucht. Das heißt, man braucht auch eine sensorische Prüfung, die jede Person einfach auch durchführen können muss, zu beurteilen, ist es denn nur noch richtig oder nicht. Dann muss man wissen, auch das wurde mehrfach angesprochen, wie können Sachen gelagert werden, vielleicht nicht unbedingt immer mit einfrieren. Ich friere total gerne ein, aber man muss natürlich auch wissen, dass man die Ökobilanz nicht unbedingt stärkt, dadurch, dass man einfriert. Und im Chat habe ich gesehen, irgendjemand hat fröhlich geschrieben, bei uns im Herr Joachim hat geschrieben, die 5 oder 8 ihrer Laugenweckle werden hierzulande zu Knödel verschafft. Genau. Also auch diese Art des Wissens ist durchaus hilfreich. Und hier kann tatsächlich auch die Corona-Krise nochmal genutzt werden, indem man eben auch neue Wege propagiert und die Leute befähigt, neue Wege zu gehen, sowohl über Bildung in der Schule, aber auch außerschulische Bildung. Ja, vielen Dank. Dann, bevor wir ganz zum Ende kommen, habe ich noch 2 Sachen. Ich möchte mich bedanken für die angenehme und anregende Diskussion. Ich hoffe, es ist jeder zu Wort gekommen, in ausgewogener Art und Weise, wer nicht vollumfänglich zu Wort gekommen ist das Publikum, die sich per Mail an uns gewandt haben. Wir haben zahlreiche Antworten, haben wir geben können, aber der Rest wird nachgereicht. Also jeder soll Antwort auf seine Frage bekommen. Und an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die Studierenden des Kurses HD18A22. Toll, wie sie sich mit dem Thema beschäftigt haben und toll, dass sie durch die Filmbeiträge die Diskussionsgrundlage geschaffen haben. Und ja, von meiner Seite aus bleibt es zu sagen, auf Wiedersehen, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Frau Professor Schäubrein, wenn Sie noch ein Schlusswort hättet, dann ja, könnte man die Veranstaltung beenden. Ich bedanke mich auch.
Von Seiten der DHBW möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern, also sowohl bei der Frau Hagmann, bei der Frau Köpp und bei der Frau Barth, die zugeschaltet sind und es sehr gut funktioniert hat. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich ganz besonders an alle Teilnehmer, an die Frau Stachowski, die Frau Gohirsch, die Frau Mayer und den Herrn Ulzhöfer, die inklusive den Herrn Wübel hier dann nach Heilbronn gekommen sind. Wir sitzen in der leeren Bibliothek, die normalerweise wünschenswerterweise von ganz vielen Studierenden bevölkert ist und die jetzt nur von uns bevölkert wurde. Aber wir haben einen hoffentlich schönen Rahmen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, Zuschauern, die uns da mitverfolgt haben. Und es tut mir auch tatsächlich leid, wir waren im Vorfeld nicht uns ganz klar, wie wir durch diesen Programmpunkt hier insgesamt durchkommen. Und dass jetzt die Fragen aus dem Publikum nicht alle beantwortet werden konnten, auch dass die Studierenden, die ja auch Fragen gestellt hatten, nicht alle beantwortet werden konnten, das bedauern wir. Aber wir sehen es als gutes Zeichen, dass so viel Interesse daran bestanden hat. Ich wünsche allen an dieser Stelle noch einen schönen Abend. Bedanke mich bei allen Zuhörern, bei allen Teilnehmern und ich wünsche allen, die noch daran teilnehmen, eine tolle Weinprobe, die ja jetzt als Abschluss noch stattfinden wird. So, bei den Studis, die müssen eben alle Tschüss sagen, wenn wir fertig sind. Tschüss. Genau, tschüss. Tschüss.